Bevor wir uns mit den Superstars des Abends beschäftigen, werfen wir noch einen Blick auf die verrückteste Szene des Abends. Die fand beim Vorkampf zwischen Rusimar Palhares und Dan Miller statt. In der ersten Runde hatte Palhares seinen Gegner angeschlagen am Boden und bearbeitete ihn dort mit Ground and Pound. Als der Ringrichter kurz davor war, den Kampf zu stoppen, hörte Palhares alleine auf und begann seinen Sieg zu feiern. Herb Dean musste den Brasilianer vom Käfig runterholen, damit der Kampf weitergehen konnte. Nur ein paar Sekunden später streckte ein Schlag von Miller Palhares zu Boden. Allerdings gelang es dem Brasilianer, sich zu erholen und schließlich den Punktsieg einzufahren. Wie habt ihr die Szene in der ersten Runde gesehen? Ja, mit großer Verwunderung habe ich sie gesehen. Sowas war, glaube ich, eine Premiere in der UFC. Also ich könnte mich zumindest nicht erinnern, dass das schon mal passiert wäre. Zumal man echt sagen muss, eigentlich hat sich Herb Dean ja noch ganz, ganz eindeutig verhalten. Also er hatte ja nicht mal sein, weißt du, manchmal hat man, dass der Schiedsrichter seine Hand schon so halb dazwischen hat und am Zittern ist oder so, aber er stand wirklich nur daneben, hat eigentlich noch nicht klar signalisiert, den Kampf abbrechen zu wollen. Und Palhares hat einfach aufgehört. Also sehr, sehr ungewöhnlich. Eigentlich lernen Kämpfer ja immer so mit als erstes niemals aufhören, bevor der Schiedsrichter nicht sagt, aufhören. Aber er hat es halt mal anders gehalten. Hätte ihn fast sehr, sehr teuer zu stehen gekommen. Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, bei Paul Harris, der ist mittlerweile schon ein kleiner Garant dafür, dass für ungewöhnliche Situationen zu sorgen. Also ich erinnere mich dann noch an die Szene im Kampf gegen Thomas Derwall, wo er getappt hat. Dann hat er einfach das Bein nicht gehen lassen und dadurch auch eine sehr schwere Verletzung bei Thomas Derwall verursacht. Vielleicht war es diesmal so, dass er sich gedacht hat, beim letzten Mal war es so unglücklich, dass obwohl mein Gegner getappt hat, ist der Ref nicht dazwischen gegangen, da habe ich ihn schwer verletzt. Diesmal höre ich vorsichtshalber ein bisschen eher auf, als auch kann ich mich da noch an die Situation erinnern gegen Nate Marquardt, wo er dann auf einmal auch ja, den Kampf eingestellt hat, weil er der Meinung war, dass Nate Marquardt mit Vaseline eingeschmiert war und daraufhin kurzzeitig ausgenockt wurde. Also bei ihm scheint es mit Referee oder beziehungsweise mit Kampfverläufen ein wenig, ja, scheint er da Schwierigkeiten zu haben, ob er dann die Situation richtig deutet. Er sollte in Zukunft auf jeden Fall jetzt lernen, ein gewisses Mittelmaß zu finden. Also wenn der Gegner tappt, aufzuhören, den Aufgabegriff weiter durchzuführen, als auch wenn er der Meinung ist, dass da was nicht mit rechten Dingen geschieht, überhaupt sein ganzes Kampfverhalten einzustellen. Also ich finde es schon ein bisschen verwunderlich, dass also dass ein Kämpfer dreimal ungewöhnliche Situationen innerhalb von einem Jahr geschehen. Ebenfalls etwas ungewöhnlich war das Urteil der Punktrichter. Diese werteten den Kampf 29 zu 27, 30 zu 27 und 30 zu 25 für Palhares. Welchem Punktrichter stimmt ihr eher zu? Ja, also so wirklich richtig zustimmen aus vollster Seele tue ich eigentlich keiner der drei Bewertungen. Die 29-27er finde ich wohl am merkwürdigsten von allen, weil es, wenn ich es mir richtig errechnet habe, voraussetzt, dass eine Runde 10 zu 8 an Palhares gegangen ist und eine andere 10 zu 9 an Miller. Gut, 10 zu 8 für Palhares kann man ja durchaus noch nachvollziehen, aber 10 zu 9 für Miller in irgendeiner der drei fände ich sehr, sehr seltsam. Die 30-25er, ja, das ist dann vielleicht wird das an der Stelle so ein bisschen zur Grundsatzfrage, wie großzügig man mit 10 zu 8er Runden umgehen sollte. Ich fände das ja grundsätzlich ganz okay, wenn es das ein bisschen öfter gäbe, weil man halt feiner differenzieren könnte mit dem Punktsystem. Aber derzeit ist die Praxis ja eher, dass man das wirklich nur super selten macht, wenn jemand mehrfach kurz davor war, die Runde für sich zu entscheiden und eigentlich durchgängig dominiert hat. Von dem her finde ich dann 30-25 ein bisschen zu viel des Guten. Ich persönlich hätte es wohl 30-26 am ehesten gegeben, also eine 10-8er und zwei 10-9er, alle für Palhares. Wie gesagt, das ist ein bisschen Geschmackssache. Wenn man das allgemein anders handhaben würde, häufiger mal eine 10-8er gäbe, wäre ich da durchaus dafür. Aber so wie es halt derzeit üblich ist und wie es derzeit normalerweise gemacht wird, hätte ich nur eine 10-8er für Polaris gegeben. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Und nach den Urteilen vergangener Tage kann man ja vielleicht froh sein, dass nicht ein Punktrichter noch Miller den Sieg zugesprochen hat. Also es hat ja in der Vergangenheit schon wirklich haarsträubende Urteile. Aber daran sieht man wieder, dass, was schon häufig auch Dana White kritisiert, dass es kein vernünftiges Regelwerk gibt, was den Punktrichtern wirklich ja, naheliegt,
dann auch transparent zu machen, wann man wirklich eine 10-8-Runde gibt und welche Kriterien dort wirklich einheitlich berücksichtigt werden, um diese Fehlurteile, ja, oder das Risiko eines Fehlurteils zu minimieren. Jetzt war es halt, hat sich wieder gespiegelt in den verschiedenen ja, Punktvergaben, aber diesmal haben zumindest alle für den richtigen gestimmt und alles andere wäre ja ein absoluter Skandal gewesen. Aber wie ich gerade schon so ein bisschen spöttisch gesagt habe, wir haben schon schlimmere Urteile erlebt und von daher denke ich mir, geht das noch so halbwegs, obwohl ich es auch absolut nicht nachvollziehen kann. Wo seht ihr Palhares im Moment im Mittelgewicht? Ja, ich würde sagen, dass das ein sehr wichtiger Sieg für ihn war, um weiter nach vorne zu kommen. Er hatte ja nach der Niederlage gegen Dan Henderson wirklich vier souveräne Siege, bis das dann der Vorfall kam, den ich eben schon angesprochen habe, gegen Nate Marquardt. Das hat ihn jetzt zurückgeworfen. Also ich würde sagen, er ist noch weit von diesem In the Mix, was Jan ja auch häufig mal erwähnt. Diese Floskel von Dana White, dass ein Kämpfer so langsam sich Richtung Titelkampf bewegt, davon ist er wirklich noch etwas entfernt, aber er hat gezeigt, dass mit ihm in naher Zukunft zu rechnen ist, dass er dann wirklich kontinuierlich jetzt stärkere Gegner bekommt und dann auch, ja, wie man so schön sagt, das Feld von hinten aufräumt. Ja, ist natürlich in der Tat ein bisschen die Frage, wie schnell die UFC ihn jetzt aufbauen will, wie vielleicht auch interessant und vermarktbar sie ihn findet. Er ist ja auf jeden Fall zumindest von seiner Physis her immer ein recht beeindruckender Kämpfer. Also aus dem kannst du ja irgendwie normalerweise zwei machen. Wenn man ihm jetzt einen Kampf mit einem eher großen Profil geben wollte, könnte man ihn gegen den Sieger von Bisping gegen Miller setzen. Das dauert zwar noch ein bisschen, bis das ausgefochten wird, aber wäre sicherlich eine Möglichkeit. Oder sonst eben auch gegen den Verlierer von dem Kampf wäre auch durchaus eine Option. Wie geht es mit Dan Miller weiter? Ja, was steht für den Miller an? Man weiß es nicht so recht. Also ich denke mir, er wird eher nicht freigestellt werden nach der Niederlage jetzt, weil er irgendwie immer zumindest ganz unterhaltsam anzusehen ist und man braucht ja auch immer so eine gewisse solide Basis an Gatekeeper-Typen, die man irgendwie hat. Um neue Kämpfer daran aufzubauen oder um anderen eine Chance auf einen Rebound zu geben. Aber wenn er seinen nächsten Kampf auch verliert, dann dürfte es das für ihn gewesen sein, der UFC. Als Gegner könnte ich mir eigentlich vor allen Dingen zwei vorstellen. Das wäre entweder Jorge Rivera, der neulich verloren hat, wo ja auch schon die Frage laut wurde, ob er nicht eigentlich aufhören will mit dem Sport. Das wäre dann wohl so das, was man als Loser Leaves Town Duell bezeichnen würde, also der Verlierer fliegt. Oder Alternative dazu, Konstantinos Filippo, der eben Jorge Rivera seine letzte Niederlage zugefügt hat. Der ist ja recht ziemlich neu in der UFC, hat erst zwei Kämpfe und ja, für ihn wäre es dann halt so eine Art Aufbaukampf. Da würde er mit Miller einen jetzt nicht gerade übermäßig berühmten, aber doch halbwegs bekannten Kämpfer besiegen und hätte so auf jeden Fall gut Gelegenheit, sich seinen Namen bei den Fans aufzubauen und vielleicht nochmal zu einer Größe im Mittelgewicht zu werden. Damit kommen wir zu den Hauptkämpfen und der einzigen brasilianischen Niederlage beim Duell Brasilien gegen den Rest der Welt. Luis Kane hat gegen den UFC-Neuling Stanislav Netkov den Kürzeren gezogen. Der Bulgare besiegte Kane in der ersten Runde durch TKO. Dabei sah es zu Beginn gar nicht schlecht für den Brasilianer aus, der den Kampf eigentlich im Stand bestimmte. War Kane etwas zu unvorsichtig gegen Netkov, der eigentlich als Bodenspezialist bekannt ist? Ja, unvorsichtig. Also es lief, wie du gerade schon richtig gesagt hast, zu Beginn sehr gut für ihn. Also er hat seine Reichweite ausgenutzt und mit gefälschten Jabs auch also dem Netkov sehr schnell die Nase demoliert. Aber währenddessen hat Netkov eigentlich keinen Hehl draus gemacht, dass er diesen rechten Haken sucht und er ja, hat fast keine andere Kombination geschlagen, ja, man hat das Gefühl, er sagt, ich hole entweder jetzt den Knockout mit diesem Schwinger oder ich habe halt Pech gehabt. Und da auch schon zu Beginn hat er dort wirklich auch schon knapp immer diesen Schwinger, ja, zwar nicht getroffen, aber hat halt immer ihn, sagen wir mal, gestreift. Und da hat er sich ein bisschen schlecht drauf eingestellt. Also damit hätte er rechnen müssen, dass wenn er weiter seine linke Hand, die das Kinn schützt, so tief hält, dass da irgendwann mal dieser Schwinger ihm gefährlich werden kann. Ja, er ist gestraft worden. Ob er jetzt wirklich zu selbstsicher war oder ob das ganz einfach mal jedem mal passieren kann, das sei jetzt mal dahingestellt.
Auf jeden Fall, ja, sehr gute Leistung von Netkov. Das war die dritte Niederlage in den letzten vier Kämpfen für Kane. War das sein letzter Kampf in der UFC? Das ist schwer zu sagen. Also jetzt gerade nach diesem euphorischen Event, wo die Brasis im Schnitt alle sehr überzeugend gekämpft haben, ob sie da Gnade vor Recht ergehen lassen mit ihm, ich kann es nicht genau sagen. Also er ist ja ein Kämpfer, der nicht gerade der langweiligste ist, und sollten sie an dem Prinzip festhalten, wir haben lieber Kämpfer, die den offenen Schlagabtausch akzeptieren, auch mit der Gefahr, dass sie K.O. gehen. Behalten Sie ihn. Ja, ich würde sagen, er ist jetzt einfach gerade der Willkür der UFC ausgesetzt, wie sie gerade in Stimmung sind. Ja, also von seinen letzten sieben Kämpfen endeten sechs via technischem K.O. Mal zu seinen Gunsten, mal zu seinen Ungunsten. Aber jedenfalls gab es halt immer irgendwie ein Feuerwerk im Stand zu sehen. Und irgendwie ist er auch doch schon durchaus was länger dabei. Also den Fans auch eine bekannte Größe. Und ich denke, das wird ähnlich sein wie bei Dan Miller, dass sie ihm aufgrund dessen zumindest nochmal eine Chance geben. Was steht als nächstes für Netkov an? Ja, ist die Frage, wie schnell man ihn jetzt gleich vor relativ große Namen setzen will. Ich hatte mir mal ausgeguckt, das Match Brandon Vera gegen Elliot Marshall. Das dauert zwar noch ein kleines bisschen, bis es soweit ist, aber den Gewinner dieser Auseinandersetzung könnte ich mir ganz gut als Gegner für Netkov vorstellen. Das sind beides durchaus keine schlechten Kämpfer, auch einigermaßen bekannte Kämpfer, aber jetzt noch nicht so die total ganz, ganz harten Jungs. Wenn er sich da beweist, dann hat er Großes vor sich. Ja, ich denke auch, die Amis sind ja bekanntermaßen Statistikfanatiker. Er ist jetzt 12 zu 0 mit seiner Statistik, hat ein sehr ja, überzeugendes Debüt hingelegt. Also überzeugend in der Hinsicht, dass er gezeigt hat, dass in beiden seinen Händen K.O.-Power drin ist. Und das sehen die gerade die Leute, die Pay-per-Views kaufen, vorrangig sehr gerne. Von daher denke ich, dass sie Großes mit ihm vorhaben und dort genauestens überlegen werden, ob sie ihn jetzt eventuell verheizen und gegen einen sehr starken Gegner schon setzen werden oder halt, wie gerade Konstantin schon sagte, halt vernünftig aufbauen und ihn besser mit der Zeit vermarkten zu können.